Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Zoo 2 Animal Park. Ich wollte schon anfangen mit zu düdeln hier bei der Musik. Die geht irgendwie so ins Ohr. Du meine Güte, irgendwann passiert es bestimmt mal. Aber müsst da durch. Verdammt, jetzt habe ich doch vergessen, das aufzuschreiben. Ich wollte doch mal dokumentieren, wie viele Erfahrungspunkte ich aktuell brauche oder bekomme, wenn ich mich einmal durch meinen Zoo kämpfe. Okay, 844.546 habe ich jetzt. Gut, haben wir das aufgeschrieben? Dann müssen wir doch hier mal ein bisschen... ich will einfach mal wissen, was da so in etwa zusammenkommt. Aktuell jedenfalls, ne? Ändert sich ja sowieso immer, denn hast du hier ein Tierchen dazu, was setzt da? Ach, was weiß ich, ein Spielgerät dazu. Das ist das sowieso immer ein bisschen anders. Oh, Moment. Ich, warte, ich mache lautlos. Entschuldigung. Ja, wenn das Handy und so. Naja, das geht ja schon wieder voll gut los hier. Oh, es tut mir leid. Immer im Moment ist es aber auch echt ein Chaos hier bei mir. Also ist total schlimm, ist gar nicht meine Art. Aber gut, muss ich jetzt auch irgendwie durch. Und ja. Jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Genau, also desto mehr man im Gehege drin hat, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man natürlich. Hier eine Deko, da eine Deko. Naja, ist ja klar, ne? Das bringt schon ordentlich mehr EP. Aber so für meine Planung, weil ich so gedacht habe, naja, mal gucken, wann du Level 98 denn erreichst. Und irgendwie der Balken fühlt sich zwar schön konstant, ja, aber so das letzte bisschen, finde ich, zieht sich immer am längsten. Ich weiß mal auch nicht. Irgendwie, ja, da denkst du denn, du meine Güte, jetzt musst du es doch aber mal hinkriegen. Aber ich denke mal, so 5, 6 Tage werde ich bestimmt noch brauchen. Aber das können wir ja gleich ausrechnen, ne? Das können wir ja gleich hervorragend ausrechnen, wie viele Erfahrungspunkte ich hier im Moment so kriege. Natürlich ist es gar nicht das schlussendliche Ergebnis, denn ich repariere ja nicht alles. Das heißt, da fehlt mir denn jetzt so beim Durchlauf jedenfalls die EP oder fehlen mir die EP. Aber die holt Lucy dann ja für mich, ne? Das heißt, ich hole sie mir von Lucy, bekomme da ja auch meine Bonuspünktchen. Und ja, habt ihr sicherlich schon gesehen, ich habe mir die Akademie wieder verlängert, denn ich bin im Akademie-Level nochmal aufgestiegen. Bin jetzt auf Meistergrad 67 und ach, es wird ja hier wieder nicht, warte, muss ich woanders hin und hier. Angekommen. Das heißt, ich kriege jetzt auch jeden Tag ein legendäres Schatzkistenteil. Ja, das ist schon mal ein Anreiz gewesen, zu sagen, ja, dann mache ich denn doch nochmal. Das heißt, es ist natürlich auch wieder ein neues oder es sind zwei neue Tierchen noch im Inventar, die wir noch platzieren könnten. Ja, aber ich denke, das machen wir vielleicht am Wochenende. Ja, vielleicht machen wir das am Wochenende. Das rennt ja nicht weg, ne? Die können wir dann immer noch platzieren. Ja, und dann bekomme ich da wenigstens jeden Tag einen Teil. Und dann habe ich auch mal eine Chance, an diese Tierchen bzw. an diese Kisten ranzukommen. Denn das ist ja doch äußerst mau, dass man die mal kriegt, ne? Dann bin ich jetzt nicht so ganz auf die Events angewiesen, wo man die dann ja von Zeit zu Zeit mal bekommt, ne? Oder auch nicht so. Also das ist schon wirklich äußerst rar, dass man da mal rankommt. Also bei mir jedenfalls. Ja, deshalb habe ich gedacht, ah, das ist doch eine feine Sache. Na, das ist doch schön. Und wenn man dann immer nur ein Tierchen rauskriegt vielleicht, ne, dann kann man sich das ja auch vervollständigen. Und so füllt man sich sein Zoo so nach und nach. Aber natürlich nur, wenn man das möchte. Ja, ich will euch hier nicht animieren, das zu machen. Das muss wie immer jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache das ja schon eine ganze Weile, ne? Und ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich das mal ein bisschen aussetze. Aber...
Nee, ich habe mich denn doch dafür entschieden. Gut, dann ist es eben so. Na, gucken wir uns jetzt noch mal einen Monat an. Und dann können wir immer noch weiter entscheiden. Dann kommt ja auch die Sommerurlaubszeit. Na, mal gucken. Na? Wobei, mein Urlaub ist erst Ende August. Also ich habe da noch ein bisschen. Na? Also zum Ende der Ferien. Zumindest bei uns hier. So. Sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir ja ein bisschen Ordnung. Na, das muss ja hier, besuchertauglich sein. Ja, ohne geht ja mal gar nicht. So, da gab es eine kleine Unterbrechung. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wo ich war. Also klar, hier. Ich habe das Spiel ja hier stehen lassen. Aber was ich erzählt habe, weiß ich gerade gar nicht mehr. Dass ich irgendwas überlege, glaube ich. Aber was ich überlege... Ach, es ist fürchterlich, wenn man mitten in der Aufnahme ist und irgendjemand kommt rein und will etwas Dringliches von einem, was natürlich keinen Aufschub duldet. Aber so ist das eben mit dem Privatleben. Ne? Kinder gehen dann natürlich auf jeden Fall vor. Ne? Braucht man nicht drüber diskutieren. Gut, das heißt, wir sind jetzt hier tapfer fleißig am Weitermachen. Ich weiß auch noch, dass ich meine Erfahrungspunkte ausrechnen will aus dieser Runde. Und dann gucken wir einfach mal. Ne? Erstmal müssen wir ja natürlich alle Pünktchen sammeln, die wir so kriegen können. Ja. Und also ihr merkt, ich bin etwas völlig aus dem Konzept geraten. Aber es nützt ja nun alles nichts. So ist das eben. Ja, sehr cool. Ja, ich bin gespannt, was hier an Dekorationen in den nächsten Events denn noch so auf uns zukommt. Was wir noch so für Tierchen hier dazu kriegen, ne? Ob denn das eher was für Tannenhain ist, also in meinem Falle, ne? Oder ob das dann eher was für hier ist, ob es mal irgendwas richtig Ausgefallenes wieder ist, ne? So wie zum Valentinstag die Löffler und so weiter und so fort. Das war ja schon was, wo man denn, ui, ist ja mal was ganz anderes, ne? Da bin ich mal auch sehr gespannt, was uns da noch erwartet in der nächsten Zeit. Na? So, dann gucken wir doch mal. Hier hat es natürlich nicht geklappt. So, da muss ich wieder warten, bis die wieder startklar sind, die Fasane. Na? Die Goldfasane. Na? Und dann hoffen wir, dass das auch mal klappt. Brauche ich, glaube ich, nur einen, beziehungsweise das entsprechende Level. Na? Genau. So, sehr schön. Weiter geht's im Karton. Eine Runde sauber machen für alle, bitte. Ja, moin. Einmal spielen. Sehr gut, weiter geht's. Um die blöden, lästigen Reparaturarbeiten kann sich Lucy kümmern. Möchte ich nicht machen. Doch möchte ich, aber ich sammle ja halt gerade im Moment noch ein paar Talerchen. Na? Nützt ja nichts. Wenn ich jetzt hier durchrepariere, bin ich, glaube ich, nahe an der Pleite. So in etwa jedenfalls. So, sehr schön. Haben wir die Ecke hier durch. Yay! Da freut sich jemand. Ja, die sind ja auch schön, die Tierchen im Zoo, ne? Ja, ich könnte auch mal wieder in den Zoo gehen. Also in so einen richtigen Zoo. Ich glaub, ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon nicht mehr war. Nun ja, aufgrund der Situation waren wir, glaube ich, alle schon relativ lange nicht mehr in so richtigen Zoos mit so richtig echten Tieren. Beziehungsweise brauchte man ja da bis jetzt immer diese Termine. Und nun ja, dann vermeidet man das ja eigentlich eher, ne? Also wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns dann tatsächlich ziemlich isoliert in der letzten Zeit. Aber gut, ist halt so, ne? Was willst du auch machen, wenn alles zu hat? Dann kannst du ja eh nirgends hingehen. So, und ehe man dann Termine gekriegt hätte, naja. Okay, sehr schön. So, dann müsste ich mal überlegen, ob ich hier eventuell mit den Pferdchen hier unten weitermache und das Gehege noch fertig hochlevele, ne? Ich hatte ja durch das Event zwei Level 20 Pferdis gezüchtet. Da hatte ich ja Glück, ja, dass ich da zwei Level 20 Babys bekommen habe. Jetzt könnte ich mit denen natürlich weiter züchten. Ne? Wäre von der Sache her gar nicht schlecht, dann hätte ich das Gehege im Endeffekt schon komplett fertig. Ne? Wäre ja eine feine Sache.
So ähnlich werde ich das mit den Ziegen auch machen. Ich werde dann diese weißen Hausziegen dann einfach mit einer Level 20 Ziege dann kreuzen und hoffen, dass da eine weiße bei rauskommt. Und dann spare ich mir so den einen oder anderen Zuchtgang noch, ne? Aber erstmal geht es ja um die Grundsatztiere. Na, hier hat es auch nicht geklappt. Also, ich weiß man auch nicht. Tiere sind nicht so in Laune. Naja, ist halt so. Kann man denen ja auch nicht verübeln. Okay, so, dann muss ich jetzt mal gucken. Hat denn unsere Lucy hier irgendwo, haben wir die gesehen irgendwo? Ach, wird schon noch auftauchen. Spätestens beim Zurückswitchen taucht es ja dann eh in der Übersicht auf. Dass wir uns denn da die Punkte noch einkassieren können. Aber erstmal machen wir denn hier ein Tannenhain noch klar, Schiff. Oh, hier hat es auch nicht geklappt. Na, das ist ja nicht weiter schlimm. Na, bei den Hasen. Da bin ich ja nun auch noch dabei, die hier alle noch hochzuzüchten. Wobei, ich könnte ja mal gucken. Da könnte ich die Level 9 Häschen machen. Na, sehr gut. Welche Farbe sich da nun hochlevelt, ist ja grundsätzlich erstmal egal. Sind ja beide noch nicht ausgelevelt. Von der Warte her geht das Züchten munter weiter. Hasen, überall Hasen. Wahnsinn. So, dann sind wir hier auch am Start. Kurz, ja, vor Schluss mehr oder weniger hier, ne? Schon fast alles erledigt. Und ich habe mir hier für Tannenhainen, oder ich habe mich dann tatsächlich entschlossen, diesen Spielplatz in einen extra Bereich zu machen. Ne? Wenn ich den hier noch mit reinquetsche, sieht das, glaube ich, ein bisschen arg quetschig aus. Ja, deshalb möchte ich das nicht. Wenn ich denn hier irgendwann mal ausgebaut habe. Ich denke, ich werde da vielleicht auch warten, bis mal wieder so eine Grundstücksaktion ist, ne, dass ich das ein bisschen günstiger kriege. Das heißt also weiterhin auch fleißig weiter sparen, dass ich mir die Grundstücke leisten kann. Oh ja, gucke, 69.000 Punkte hat sie noch dazu gegeben. Na, das ist doch mal ein Träumchen. So, das heißt, ich kann dann mal hier klicken und gebe mal in meinen tapferen, fleißigen Taschenrechner die Zahlen hier so ein. Minus 657.612 sind also 186.934 Erfahrungspunkte, die ich jetzt in einem Durchgang gemacht habe. Naja, dann sollte das doch relativ. Also vielleicht sogar Richtung Wochenende, wenn ich es schaffe, jetzt noch mal ein bisschen öfter reinzugehen, noch die zusätzlichen Erfahrungspunkte zwischendurch immer einzusammeln. Vielleicht schaffen wir das ja schon. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ist auch kein Problem. Dann dauert es halt bis nächste Woche irgendwann. Aber ja, die 100 kommt in großen Schritten auf mich zu. Ich freue mich. Ich freue mich. Sehr gut, ihr Lieben. Ja, da würde ich sagen, dann komme ich für die Folge schon zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.